Hallo und herzlich willkommen zu meiner 17. Folge Maschengedöns. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu dabei seid. Dass die Alten wieder da sind, darf ich ja nicht sagen. ja, es ist tierisch warm. Ich habe die Tür, Fenster, alles auf hier. Es fühlt sich gerade wieder an wie im Hochsommer für mich. Mein kleines Hündchen läuft hier rum frei. Müssen wir mal gucken, ob das klappt oder ob ich den... Also wenn er hier zu sehr stört, muss ich zwischendurch mal unterbrechen und ja, ihn rauslassen. Jetzt hat er schon wieder irgendwas im Mund. Ja, ist aber nichts Schlimmes. Ja, es geht hier um Handarbeiten, ums Stricken in allererster Linie. Und damit fangen wir am besten auch direkt an. Ich muss mich entschuldigen, meine Brille spiegelt heute extrem im Licht. Das muss an der Sonne, an der Uhrzeit, an weiß ich nicht was liegen. Irgendwie habe ich das hier mit der Kameraeinstellung nicht hingekriegt, dass das ganz weggeht. Aber ihr wollt ja eigentlich auch nicht mich angucken, sondern meine Strickstücke. Ja, ich habe fertige Sachen und zwar zwei Stück. Das erste wäre, die kennt ihr noch, also einen davon kennt ihr. Und zwar meine, muss ich jetzt schauen, Hypsoleisin Karusselli von Kati Kuito. Das waren diese Socken. Da hatte ich euch schon ein paar gezeigt. Genau, und zwar mit meinem wunderschönen Glitzergarn. Das glitzert hier, ich weiß, sieht man es? Ja, man sieht es, ne? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Genau, die hatte ich fertig, habe ich auch schon in die Kamera gezeigt, habe ich glaube ich auch schon anprobiert gehabt und euch gezeigt, dass die wirklich sitzen. Ich habe den zweiten gestern angeschlagen, gestern und heute fertig. Die gehen so schnell, das ist echt der Wahnsinn, das ging so von der Nadel. Zumal ich auch das erste Mal, ich hatte mir Shiago 2,5 mm Nadeln bestellt und habe ein langes Seil dazu und habe das erste Mal komplett mit Wunderschlinge gestrickt und diesen Nadeln und das war einfach ein Traum. Also da konnte ich jetzt verstehen, dass einige sagen ja, sie stricken mit nichts anderem mehr als mit den Shiago Socken, mit den Rundstricknadeln von Shiago. Ich habe ja so ein ganzes Set mit Socken Nadelspiel von Shiago, die sind auch toll. Aber es ist halt anders mit Nadelspiel. So. Also ich kann damit gut stricken, so, aber das mit der Rundstricknadel war jetzt echt heftig. Also das ging so runter. Also sie ging ja eh schnell, aber ich hatte das Gefühl, damit ging es noch viel, viel schneller. Ja, das sind meine fertigen Hypsoleisin Karusselli. So hieß es. Ach, ich habe doch ein Sockenbrett. Guckt mal, ich habe die sogar hier liegen. Wenn man es schon hat, sollte man da wenigstens mal einen draufziehen, oder? Alle haben Sockenbretter und vergessen immer die Socken draufzuziehen. Also, mir inklusive. So sieht's aus. Jaron? Nein. Hey. Jaron. So viel zum Hören vom Hündchen. Ich muss mal kurz stoppen. Ja, er hatte schon einen halben Strang Wolle im Mund, quasi im Hals. Nein, einen halben Strang nicht, aber fing an, der schluckt es dann runter. Ich habe ihm schon mal das so rausgezogen, also da muss man sehr aufpassen. Ich habe jetzt die Tür zugemacht und muss ich halt schwitzen. So, hier einmal auf dem Sockenbrett. Da sieht man auch, hier ist es ein bisschen höher, aber auch, dass die Passform eigentlich die von einem Socken ist. Ich glaube, so wird es nochmal auch besser sichtbar, ne, auf dem Sockenbrett. Das sind sie. Da war ich froh, ein UFO weg. Und dann habe ich meinen Brinuschelus fertiggestellt. Ich habe ihn ja schon auf Instagram gezeigt. Habe ich ja schon, also der war, ich hatte den abgekettet. Da war der schon 2 Meter und 30, glaube ich, lang. Dann habe ich ihn gewaschen und gespannt, also gar nicht gespannt, ausgelegt einfach nur, weil Spannen bei Brioche muss ja nicht sein, oder sollte auch gar nicht sein, das reicht auch so schon. Ich habe ihn danach nicht mehr gemessen, aber er ist riesig geworden. Ich versuche ihn euch mal irgendwie ansatzweise in die Kamera zu halten. Und zwar so, wie er richtig rum eigentlich ist. Obwohl ich finde, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich
Ich fange mal in der Mitte an. Oh Gott, ja, so geht's. Das ist die Mitte. Und dann geht der einmal zu der Seite und dann natürlich auch zur anderen Seite weiter. Also ich könnte mal Armspannen messen. So mal vom äußersten Zipfel, war ein bisschen weiter als die Mitte. Also hier habe ich den gerade und hier geht da also eine ganze Armspanne plus hier bis zum Ellenbogen, sage ich mal. Genau, so groß ist er geworden. So sieht er aus. Brioche ist wunderschön geworden. Zeige ich euch den mal von der anderen Seite. Auch wunderschön, finde ich. Ich kann mich nie entscheiden, welche Seite ich nach vorne nehme, da wo man mehr das Rosa, also die Rosatöne, rosa bis ja, pink oder lila Töne sieht. Oder die Seite, wo mehr das Blau ist, aber es ist eigentlich auch egal, weil wenn man den umzieht, puh, muss ich den umziehen. Wenn man den jetzt so umzieht, dann sind eh alle Seiten sichtbar, je nachdem wie man das macht. Also kann man sich ja auch x-mal um, also ich zeige euch das mal einmal umgeschlungen. Und da hängen solche riesen Zipfel immer noch dran. Also den kann man nochmal hier rum. Und den hier auch nochmal hier rum. Ach, der kommt sogar fast wieder. Naja, nicht ganz. Doch, hier ist ein Zipfelchen nach vorne. Und man hat wirklich einen riesen Schal. Oh, ist das schön zu dem Oberteil. Da sage ich gleich was zu. Farblich passt das super, ne? Also wirklich toll. Ich hatte ihn jetzt auch schon die Tage abends mal um. Da war es ein bisschen kühler aber im Vergleich zu heute. Ja, ich finde den super. Also ich muss ja gestehen, ganz am Anfang war ich von der Idee, den zu stricken, nicht so begeistert. Ich habe mir aber gedacht, gut, die Mädels oder wir Mädels wollen den ja zusammen stricken. Also die Diana von Heiter bis Wollig, die Sandra von Lieblingszeug und die Wollkekse Sandra. Und wir hatten, die hatten sich halt alle für den so begeistert und ich war so, ja gut. Und habe mich dann mehr oder weniger breitschlagen lassen, den zu stricken. Und ja, dann war es auch okay. Und im Verlauf dachte ich dann so, ja, das ist schon echt langweilig. Dann immer Brioche und Dann war es aber auch wieder gut, dann hat es wieder Spaß gemacht, dann brauchte ich wieder Motivationsschub. Den haben die drei mir aber auch gegeben. Oder eben zum Schluss auch die Leute auf Instagram, als ich geschrieben hatte, mein Gott, das zieht sich und findet kein Ende. Kam dann nochmal so richtig Motivation. Das war super. Danke dafür, wer von euch das war auch. Ja, und jetzt bin ich total glücklich. Ich liebe das, den Schal zu haben. Wirklich toll. Also es hat sich absolut gelohnt. Man braucht halt gute Ausdauer. Ich muss den ausziehen dafür. Aber es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, den zu stricken, weil der ist zwar schlicht, dadurch auch einfach zu stricken. Also es ist jetzt kein Ding, wo man ständig Konzentration ohne Ende braucht. Aber eine unheimliche Wirkung. Und mit den Farben, also da bin ich auch total zufrieden. Ja, mein Brinuschelus von der Andrea Mauri. Und jetzt einmal für die, die jetzt heute das erste Mal einschalten und sagen, Brinuschelus habe ich gegoogelt, gibt es gar nicht von Andrea Mauri. Für die habe ich es dann nochmal in echt, wie es heißt. Genau, und die anderen wissen, die es schon öfter gesehen haben, warum dieses Schild. So, genau, mein Brinuschelus ist fertig. Ich freue mich und ich finde ganz ehrlich, es kann jetzt langsam mal richtig Herbst kommen. Was soll das mit diesem Wetter jetzt schon wieder? Hochsommerliche Temperaturen. Naja, egal. Andererseits auch schön, kann man mit den Hunden schön wieder, ohne sich groß anzuziehen und so einfach rausgehen und aufs Feld und auf die, naja, ne, aber hat seine Vor- und Nachteile. Genau, bevor ich vergesse, was ich hier anhabe, kann ich euch gar nicht sagen. Es ist aber selbst gestrickt. Es ist auch eine Anleitung aus irgendeiner Zeitschrift, die ich vor, ich sag mal, 10 Jahren gekauft habe. Das Teil habe ich auch ungefähr so lange her schon gestrickt. Das ist einfach ein Trägerteil quasi, das mit Wasserfallkragen gestrickt wurde. Hier ganz normaler Ausschnitt. Und nach unten rum in A-Linie. Also da sind Zunahmen drin. Ich weiß nicht, man sieht das hier so ungleichmäßige Punkte hin und wieder. Und das geht in
in A-Linie nach unten. So, schön bauchkaschierend, sage ich mal. Und ja, das habe ich gestrickt aus einem Lana Grossa Garn. Aber auch da weiß ich nicht mehr genau, was es war. Es ist, kannst du mal ein bisschen näher halten. Es ist so ein bisschen, jetzt ist glatt und glänzt ein wenig. Auch hier weiß ich noch, wo ich das unter anderem gestrickt habe. Und da war ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin auf Texel im Urlaub. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Und wir waren halt viel im Hotel auch. Und da habe ich ganz viel gestrickt an diesem Teil. Interessiert euch nicht vielleicht, aber ich finde es immer schön, wenn man an so Strickstücke Erinnerungen hat. Also Erinnerungen hat, wo man die gestrickt hat, was damit zusammenhängt, wo die Wolle herkommt und so weiter. Ja, genau. Das habe ich ihr sehr gerne getragen früher. Dann hat es ein paar Jahre irgendwie im Schrank gelegen und jetzt habe ich es wieder entdeckt. Wobei es jetzt langsam knapp wird. Schafft doch ein paar Kilos mehr als zu der Zeit, wo ich das gestrickt habe. Es war damals auch eher weit. Also das ist eher ein bisschen zu groß geworden. Jetzt finde ich, sitzt es hier super. Ja, nur die Ärmel sind hier so ein bisschen, ja, aber es geht noch. Also ich kann mich da wunderbar drin bewegen. Das ist gut. Eine schöne Anleitung eigentlich. Wäre vielleicht auch noch mal was zum Nachstricken für nächsten Sommer. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal, dass der Winter kommt. Genau. So viel zu den fertigen Dingen. Genau, so war's. In Arbeit habe ich immer noch die gleichen Dinge, die Miss Weasley. Die ist allerdings gewachsen seit dem letzten Mal. Ah, da muss ich mal schauen, wo, wie, was. Aha, da ist der Marker. Und zwar war der Marker letztes Mal da. Und da ist so ein Stück dran gekommen. Ein ganzes Stück. Ich frage mich gerade, ob das stimmt oder ob ich letztes Mal den Marker nicht versetzt habe. Ich glaube, ich habe den Marker nicht versetzt, weil ich hatte letzte Mal schon die Ärmel abgetrennt, ne? Meine ich schon. Meine ich. Aber dann machen wir das, bevor ich es jetzt weiter zeige, versetze ich erstmal den Marker, damit wir das fürs nächste Mal haben. Ich wusste, dass ich das nicht gut auf die Reihe kriege. So, versetzt, genau. Egal, wo ich war, jetzt, mal so rum, ist die Miss Weasley. Soweit. Fällt hier das fast runter. Genau, also geht schon, hier oben wäre es so, geht schon so Richtung Bauchnabel. Ja, ist noch ein Stück, aber oh, die wird schön, da freue ich mich. Da muss ich irgendwann weiter stricken. Ist ja auch so ein bisschen, ja, viel, viel rechts jetzt für zwischendurch. Ist aber eins von ja, drei Großprojekten, die ich jetzt habe, da merke ich, das wird ein bisschen viel, ups, Entschuldigung, das wird ein bisschen viel mit den Großprojekten. Da komme ich bei dem Einzelnen irgendwie ja schon weiter, auf jeden Fall komme ich weiter, aber nicht so schnell, wie ich gerne möchte. Man will ja immer schneller, als man kann, ne? Egal, auch wenn man schon schneller strickt als vor 3 Jahren oder sowas ist, man will immer schneller. Dann wurde ich gefragt, das kann ich vielleicht mal sagen, ich hatte letztes Mal das Garn die Kamera gehalten, das ist dann von, ich würde sagen, von der Wollwiese, ne, wie heißt das nochmal? Woll. Ich das aufgeschrieben? Ne, bestimmt nicht, ne? Nö, habe ich nicht aufgeschrieben. Also es ist keine Wollmeise, sondern Wiesen. Mensch. Ich weiß es eigentlich, fällt mir aber jetzt überhaupt nicht ein. Vielleicht später. Egal, ist also, ist Wolle. Schön, ne? Mich hatte jemand gefragt, wo ich diesen Wollwickler her habe. Ich mache es jetzt nicht ab, weil das so schwer war, hier durchzukriegen. Ach, schaut mal an. Ich finde in letzter Zeit immer solche Pinöppels irgendwo rumliegen und habe mich gefragt, wovon die sind. Jetzt fehlen hier vier. Das heißt, das waren die Benüppels, die hier drunter geklebt waren, damit der schön weich steht. Ja, das ist mal spannend. Sehr schön. Ja, jetzt ist ja auch überall der Kleber dran. Naja, also diesen Wollwickler habe ich bestellt. Den habe ich auch nochmal in Lila bei www.wollabroller.de. Da habe ich mir, also den habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter. Die wollte den nicht mehr. Und einen habe ich mir da selber gekauft und bestellt.
den Lilan, den ich habe. Und zwar ist das eine Firma in Ostfriesland. Ich glaube, das ist ein recht kleiner Betrieb oder was, die diese Wollabwickler herstellen. Machen die halt auch auf Bestellung. Also ich kann sagen, ich möchte die und die Farbe, da sind die und die Größe, da gibt es zwei Größen von. Und dann ja, werden die angefertigt. Das dauert halt ein bisschen. Ich glaube, jetzt, was haben wir gewartet? 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Aber die sind wirklich toll. Also die drehen sich ohne Probleme. Habe ich bisher noch nichts Negatives von gehört und ich kenne einige, die diese Abroller haben. Ja. So, also als kleine Empfehlung, weil ich danach gefragt wurde. Und mittlerweile kriegt man die auf Märkten und so auch schon mal zu kaufen von ihm. Also der ist jetzt eigentlich schon was bekannter. Also ich sage ihm, weil ich glaube, das ist ein Mann, der die herstellt. Das war meine Miss Wiesli von Astrid Müller übrigens. Schon wieder gewackelt an der Kamera. Ja, Miss Wiesli. Dann habe ich die. Wo ist sie? Da drinnen. Die Merit noch auf den Nadeln. Das wird ein Wintercardigan aus dem neuen Hegebuch, was ich letzte Woche vorgestellt habe. Das stricke ich ja mit diesem. Ist nicht mehr so viel da. Mit diesem, oder den stricke ich mit diesem Drops Garn, das ist das Sky von Drops, in Kombination mit dem Holzgarn Coast in der Farbe Silver Grey. Das hatte ich mir eigentlich woanders für gekauft, aber das wurde jetzt hier rein verarbeitet. Das letzte Mal hatte ich da gerade erst mit angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, diesmal stimmt das mit dem Marker. Und zwar hatte ich da drei Reihen, also drei Mustersätze gestrickt. Schaut mal, der schöne Marker hier. Das fällt alles nach unten. Das ist ein Schäfchen. Das habe ich unter anderem auf dem Düsseldorfer Wollfest gekauft. Fand ich total süß. Ein Schäfchenmarker. Ja, und ich bin weiter. Und zwar, das ist jetzt das Hinterteil, da hatte ich mit angefangen. Das hatte ich komplett gestrickt, also bis Ende der, also unter der Arme gestrickt. Dann habe ich oben erstmal auf der, weiß ich nicht, rechten Seite den Teil für vorne angesetzt und dann auf der linken Seite den Teil für vorne. Und dann wurde das alles auch schon miteinander verbunden. Darum. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht so, wir haben einen Spielplatz nebenan. Da sind jetzt gerade Kinder drauf, die erzählen da ein bisschen so. Müssen wir mal gucken. Hoffentlich wird es nicht zu viel Geschrei. Ja, genau. Das ist die Jacke soweit. Also der vordere Teil. Kann man auch schon wirklich gut anprobieren. Es wird ja so ein bisschen so eine Oversize-Jacke, soll ja gemütlich also werden. Da sind die Ärmel also ein bisschen weiter. Da ist noch die Frage, ob ich die doch ein bisschen enger mache, aber das sehe ich dann, wenn ich so weit bin. Da ist man jetzt ja gut unter der Brust angekommen, denke ich. Hier kommt nachher vorne noch so ein ganzer Kragen und Front vor, ein Kraus rechts und hier eben die Ärmel angesetzt. Ja, finde ich schon mal ziemlich gut. Bin ich gespannt. Geht auch mittlerweile besser. Ich glaube, ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem dicken Nadeln, dass ich da nicht so lange stricken kann, weil ich muss. Entschuldigung. Weil mir dann die Finger wehtun. Aber das ist besser geworden. Also mittlerweile kann ich da besser dran stricken. Allerdings sind jetzt die Reihen natürlich viel, viel länger geworden. Aber da mache ich das momentan so, dass ich mal hergehe und einen Mustersatz, ja, einen halben Mustersatz stricke. Das sind dann 6 Reihen und dann mache ich wieder was anderes. So ungefähr mache ich das. Also laut den Temperaturen habe ich auch noch Zeit, bis die fertiggestellt sind. Dann brauche ich die nicht fertiggestellt ist. Da brauche ich die nicht allzu bald. Genau, das ist meine Merit aus dem Hegebuch. Dann habe ich euch
euch eigentlich nur noch eine Sache zu zeigen, die bearbeitet wurde jetzt von mir. Und zwar ist das mein Glamour-Schal, den ich aus folgenden Garnen stricke. Aus so diesen drei Schönheiten mit Pailletten, wie man sieht. Das ist ein Langjahn Celine Lux. Genau. Die hatte ich ja im Wolloutlet ergattert. Und da war ich letzte Mal, hatte ich glaube ich einen Marker reingemacht. Ja. Da war ich das letzte Mal. Moment. Soweit. Da ist der Marker. Das ist der andere. Der ist auch vom Düsseldorfer Wollfestival. Den kann ich euch auch mal zeigen. Das ist so ein kleines Blümchen. Na, stell scharf. Will nicht, muss ich mich verstecken? Ja, besser. Genau, ein kleines Blümchen. Und da habe ich ein bisschen weiter gestrickt, den lilanen Lace-Teil und den schwarzen nächsten angefangen. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Ich glaube, da war auch wieder, haben viele gedacht, der wäre jetzt schon fertig und mein Gott, strickst du schnell und bla bla, aber der ist lange nicht fertig. Das dauert noch was. Ich hatte den halt so hingelegt, glaube ich, dass man das nicht gut erkennen konnte beim Fotografieren. Das ist er. Meine Lace Stola. Ich habe immer Schal gesagt, soll ja ein Stola werden. Hatte ich ja gesagt, hier so rum. Upsa. Und hier oben, ja, dann weiter und hier rum, wie auch immer. Also irgendwie Glitzer-Glamour-mäßig. Mal schauen, was draus wird. Ich weiß es nicht. Ja, also die Muster wiederholen sich jetzt immer, weil ich es nicht zu unruhig machen wollte. Und ja, genau. Ja, wie gesagt, das waren schon alle meine Sachen, die weiter bearbeitet worden sind von mir. Ich habe nichts Neues angeschlagen, obwohl ich totale Lust hätte, was Neues anzuschlagen. Ich nehme mich da gerade aber noch ein bisschen zurück, weil ich festgestellt habe, dass ich doch noch so einiges rumliegen. Also größere Projekte halt, die länger brauchen. Also die Miss Weasley braucht, die Merit braucht. Dann habe ich ja noch das Crazy Stripes Tee irgendwo rumliegen. Das würde ich gerne auch noch weitermachen. Ja, das reicht schon an viel. Also irgendwie sind es noch mehr Sachen. Ich habe jetzt einen Versuch gemacht. Also ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass die Sandra nach dem letzten Dreh zu mir kam, die Wolkigste Sandra. Und unter anderem haben wir über diese Bullet Diaries gesprochen, die jetzt so in sind, und kamen auf dieses Bullet Diaries stricken und wie sie erzählte davon. Und ja, dann konnte ich natürlich nicht lassen, nicht die Finger stillhalten und habe sie mir bestellt. Bullet Diary stricken. Und zwar ist das, für die, die es jetzt nicht kennen, grob, kauft man hier, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Projektübersicht. Man kann den Garnvorrat hier reinschreiben. Man kann eigene Anleitungen reinschreiben und die bewerten, oder die eigenen Projekte da reinschreiben. Also da ist ganz viel drin, was ich jetzt nicht alles brauche, aber haben müssen. Aber was ich zum Beispiel ganz gut fand, war ein Strickplaner. Der ist ganz einfach aufgelistet, Linien und dann, wie weit man da ist, also ob das Material hat, ob es in Arbeit ist und ob es fertig ist. Und da habe ich einfach mal meine Ufos reingeschrieben, und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins ist schon weg, das sind die Karusselli-Socken, und bei dem Rinuschelus da hatte ich das noch nicht geschrieben. Ja, egal. Und habe irgendwie gesagt, nee, 6,
Das ist schon echt viel und das sind alles größere Sachen. Auch das Flamingo Flavor, was ich noch in Arbeit hat. Also irgendwie möchte ich erstmal noch was fertig bekommen, bevor ich was Neues anstarte. Und ich habe mir erhofft, also so ein bisschen mehr Struktur durch dieses Buch hier reinzukriegen. Da ist zum Beispiel auch eine Seite drin, wo man Termine von Messen und Märkten reinschreiben kann. Finde ich auch super, so eine Übersicht zu haben, weil oft spreche ich mit irgendwen über irgendeinen Markt, der in, sag ich mal, März ist und dann, ja, okay, dann irgendwann redet man mit jemand anders drüber und dann, ja, da war nächstes Jahr irgendwann so ein Markt. Ja, wann war es denn noch? Ja, weiß ich nicht, im Mai? So. Also. Und da hat man einfach wirklich einen besseren Überblick, wenn man das alles in einem Buch hat. Ist natürlich ein bisschen Spielerei, ne, so, und naja, aber mal gucken, ob es sich lohnt. Ist auf jeden Fall süß gemacht. Ne? Hat so ein bisschen was. Also ich glaube, als Kind hätte ich das geliebt, sowas. Überall reinmalen und reinschreiben. So. Mit dem Malen, das machen ja viele. Also ich finde das wunderschön, aber die Zeit habe ich dafür nicht. Also dann in der Zeit stricke ich dann halt lieber. Aber um sich so ein bisschen zu sortieren und seine auch Gedanken zu sortieren, also so Ideen, die ich habe, hier reinzuschreiben oder Sachen, die ich auf jeden Fall mal stricken möchte, alle aufzuschreiben und nicht nur in meinem Kopf wirr durcheinander zu haben, finde ich das schon ganz gut. Hier ist auch eine Sockentabelle drin, das finde ich auch sehr nützlich. Eine Abkürzungsliste für englische Begriffe und eine Maßtabelle für Inch und Yard finde ich auch super. Die Umrechnung für Nadelstärken, also es ist schon gut durchdacht. Und ganz hinten sind auch nochmal so Aufkleber drinnen, die man sich dann da reinkleben kann. Und das ist ganz süß, weil dann guckt man, haben dann da so kleine Söckchen und Wolle und Lamas und Gestrick. Das ist ganz süß gemacht. Ja. Ja, jetzt habe ich es. Mal sehen. Also wie gesagt, steht ja schon was drin. Gucken, wie oft ich das benutze, aber. Ich fand es einfach eine süße Idee. Genau, das dazu. Dazu habe ich dann noch was von letzter Woche nachzureichen. Und zwar wurde ich mehrfach angeschrieben. Und deswegen mache ich das jetzt hier nochmal. Ich habe von der Wollecke Outlet in Borkhorst erzählt und es hatten einige nicht gefunden. Ich habe jetzt eine Visitenkarte dabei. Also wenn euch das interessiert, am besten Screenshot machen. Ich halte das ein bisschen länger rein. Und zwar ist das Outlet in Steinfurt-Borkhorst. Vielleicht ist es deswegen nicht gefunden worden. Das ist das in Borkhorst. Stellst du mal scharf. Ah, ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist Großgang 6 in Steinfurt-Borkhorst. Genau, Öffnungszeiten waren auch drauf. Und dann gibt es dieses Outlet auch nochmal in Bad Iburg. Wer da näher dran wohnt, ist vielleicht interessanter. Und zwar auf der Straße Fuchsbreite 17a. Und Öffnungszeiten stehen da auch drauf. Genau, das wollte ich gesagt haben. Da waren ja Sandra und ich shoppen. Und dann habe ich von dem Wollladen in Ibbenbüren erzählt. Und zwar heißt der Amano. 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 Und der befindet sich auf Unterer Markt 4 in Ibbenbüren. Da habe ich nur so ein Fitzel von einem Kassenzettel. Vielleicht kann man das ja trotzdem erkennen. Weiß ich nicht, ob das scharf stellt. Ja. Genau, das wäre der Laden in Ibbenbüren, wo ich gerne auch mal einkaufe. Der ist auch schön, muss man sagen. Ja. Genau, das war das. Was habe ich noch? Ich habe noch eine Sache. Und zwar wird der eine oder andere von euch schon gemerkt haben, die Sandra, Wolkigste Sandra und ich, wir haben auf Instagram eine Umfrage gestartet, ob irgendwer Lust hätte auf ein Stricktreffen mit uns. Und da war die Resonanz eigentlich sehr positiv und deswegen haben wir uns entschieden, ein Stricktreffen zu planen. Und zwar wollen wir das ja, also im November machen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das wird
werden Sandra und ich am Montag genauer besprechen. Dann bekommt ihr auch über Instagram schon mal genauere Informationen. Und ich werde es auf jeden Fall auch in meinem nächsten Video sagen. Also wir wollen es im November machen und es wird, ja, ich sag mal, irgendwo zwischen Osnabrück und Münster stattfinden. Vielleicht auch ein Boarkurs, also muss man mal schauen. Also so genau wissen wir es noch nicht. Wir müssen halt ein Café oder sowas finden, wo wir uns treffen, irgendwie was ein bisschen nett ist. Und das werden wir so ein bisschen ausklamüsern und dann sagen wir euch noch Bescheid, wo, wie, wann wir uns treffen und würden uns natürlich freuen, wenn einige von euch Zeit hätten und dazukommen würden. Genau. Aber dazu, wie gesagt, nächste Woche im Video mehr. Ja, dann bin ich fast rum schon heute. Geht ja recht schnell, habe ich mir aber auch gedacht. Ich habe aber noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte oder vorstellen möchte. Und zwar habe ich letzte Woche angefangen oder mir überlegt, es ist so schade, dass ich gar nicht mehr lese. Wäre doch irgendwie schön, mal wieder Zeit zu finden zu lesen. Und seitdem, also und an dem Tag dann, so auch als Sandra hier war, gucke ich in mein Bücherregal und denke mir, oh, das gibt's ja gar nicht. Da hast du ja immer noch zwei ungelesene Bücher, die du dir mal bestellt hast, weil es in denen um Wolle geht. Und zwar, ich habe natürlich auch angefangen zu lesen, ist das erste Buch, ich habe die gebraucht gekauft, deswegen sehen die ein bisschen oll aus, von Kate Jacobs, The Friday Night Knitting Club, Die Maschen der Frauen. Also ich habe das mal als ich noch auf Facebook aktiv war, wurde das da mal gezeigt und daraufhin hatte ich mir das dann ganz schnell gekauft. Und weil ich dachte, boah, das ist ja toll, das ist ja unser Thema hier und es geht auch wirklich in dem Buch um einen Wollladen, um eine Frau, die in einem Wollladen wohnt, die eine Tochter hat, alleinerziehend ist und, habe ich gesagt, in einem Wollladen wohnt. Das wäre unser Traum wahrscheinlich. Ne? Nein, sie hat einen Wollladen, arbeitet dort und wohnt aber über dem Wollladen. Also es findet eigentlich das meiste wirklich in dem Bereich des Wollladens und dieses Hauses statt. Naja, und da geht es um die Leute, die da arbeiten, die da zum Stricken hinkommen, die, also es geht um die einzelnen Geschichten, Lebensgeschichten der meist Frauen, zwei Männer sind auch dabei. Ja, also es ist echt total nett und ganz leicht zu lesen und durch das Thema einfach total atmosphärisch total schön. Ich bin jetzt bei Seite 280. Dieses Buch hat, mal gucken überhaupt wie weit, 490 Seiten. Ja, so über die Hälfte habe ich. Gestern Abend dachte ich irgendwann, oh, jetzt wird es aber sehr Rosamunde Pilcher-mäßig. Also nichts gegen Rosamunde Pilcher. Da auch schon wieder so ein Namensproblem, weil ich jemanden kenne, der anders heißt. Ja, egal. Pilcher. Rosamunde Pilcher. Ne, kann ja lesen, wer will. Habe ich auch schon gelesen, weiß ich gar nicht. Aber mal so einen Film geguckt ist jetzt. Aber schon ja, sehr weich gespült. Es ist so ein bisschen so, natürlich ist es halt ein Frauenroman, aber nett und kurzweilig. Und ich lese das immer zum Einschlafen abends und bekomme dann wollige Träume. Nein, aber wirklich, wirklich gut. Also macht einfach Spaß. Also das wird jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsbuch werden, ne? Ich habe auch einiges andere gelesen, was bestimmt besser ist. Aber ja, wer an dem Thema Interesse hat und sowas Leichtes nebenbei vielleicht lesen möchte, da kann ich das echt empfehlen. Und es gibt natürlich auch, habe ich mir damals auch direkt gekauft, eine Fortsetzung. Und zwar heißt die Umgarnt. Da habe ich, schöne Haare hier, da habe ich natürlich noch nicht drin gelesen, weil ich erstmal das erste zu Ende lesen möchte. Ja, wissen wir mal. Werde ich dann sehen, so wie das. Ich habe die Gebrauch gekauft, deswegen hier sind hier so Kleber drauf. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Falls einer Spaß an sowas hat, ein Buch über Stricken und einem Wollladen und einen Strickclub. So, dann wäre ich aber durch für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
wenn es so warm bleibt, ne, kann man ja nochmal grillen oder sonst irgendwie schön was draußen machen. Ja, und wir hören uns und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, euer Maschenjedelns.